Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Und wie versprochen habe ich gerastet. Tatsächlich musste ich dafür gar nichts machen, sondern nur auf Rasten drücken. Es war schon Zeit genug. Ich hätte es auch einfach mal ausprobieren können. Aber die Folge war sowieso von der Zeit her zu Ende. Das heißt, wir gehen jetzt hier zu dieser Falle und lösen die einfach mal aus. Und schauen, ob wir uns den Gegnern stellen können. Das wäre nämlich herrlich, die Erfahrungspunkte mitzunehmen. So. Das würde nämlich heißen, dass wir grinden müssen. Ich überlege gerade, tatsächlich mache ich doch was anderes. Das hätte ich mir überlegen können, hätte es vorher machen können. Ich gehe jetzt einmal komplett nach oben. So, ganz dreist. Gehe ich einmal raus, ich flüchte. Ich rufe nach meiner Mama rufend, flüchte ich jetzt hier. Da Norden war es genau. So, ich muss mal gucken. Ah ja, genau, das war hier diese blöde Stelle. So. Und zwar ganz simpler Grund. Meltas hatte Level-Ups. Der ist jetzt Level 10. Der kann Magie lernen. Eventuell kann er diese Dämonenvertreibung lernen. Und ehrlich gesagt, ich brenne darauf, die auszuprobieren. Deswegen bin ich echt neugierig. Gesehen, davon können wir auch mal verkaufen und so. Und vielleicht auch interessante Dinge kaufen bei der Gelegenheit. So, das war das, wo wir angefangen haben. Wo ich diese Aufnahmesession angefangen habe, wo wir uns zwischen Rot und Grün entscheiden mussten. So, hier sind ein paar rote Felder an. Vier Fallen. Mist. Wir haben nur noch einen Eimer. Ah, wir haben einen Eimer. Wir haben schon mal einen Eimer Wasser, den benutze ich jetzt erstmal. Ich werde jetzt ein bisschen hin und her laufen müssen, um diese Fallen loszuwerden. Tom benutzt den Eimer. So, ich will es ausprobieren, ob die immer wieder angehen. Das war unklug, aber glücklicherweise, Meltas hat sich verbrannt, aber nichts ist passiert. Ein Eimer weniger. So. Der Brunnen wäre hier. Hilft uns natürlich nichts. Nein, halt, das ist das nicht der Brunnen, das ist das. Ja. Wir müssen sowieso wieder runter. Das ist das Feld, wo die Flammen rauskommen. So, ich muss natürlich hier nach unten. Hier einen Brunnen finde. Das war ein Schalter. Das war ein Schalter. Nein, ich muss noch eins runter. Tatsächlich. Das Grüne lang. Das ist ein bisschen blöd. Zu weit. So, hier rum. Gott, ich werde mich jetzt 20 Mal verlaufen. Die Sichtweite ist auch nicht sonderlich weit. So. Hier rum. Hier lang. Nicht über die auf die Platte treten. Sondern außen rumlaufen. So, weil wir müssen das hier jetzt jedes Mal machen. Zweimal noch. Das ist das Nervige. Zumal man hier an den Kanten rumbleiben kann. Schaden genommen. So. Und dann ist der Brunnen hier. Ah ja, ja, das ist. Das ist nicht der Raum mit dem Brunnen. Ich bin mal wieder. Irgendwie habe ich es mit links und rechts hier in der Welt. Ist ja gut, ob ich so oft in die Übersichtskarte gucke. Jetzt haben wir es aber. So, hier durch, da ist der Brunnen. Tom füllt seinen Wassereimer wieder auf. Das ist tatsächlich der einzige, den wir haben, ne? Weil wir auch nichts mehr tragen können. Ja, genau. Meltas hat zwar noch einen, könnte den aber nicht tragen. Weil der wiegt 4 Kilo und jetzt wiegt er 1,2. Das heißt, es kommen fast 3 Kilo drauf. 800.
Also ohne den Eimer, Wasser hätten wir 36.000. Dann kommt 4 drauf, sind wir bei 40.000. Ja, das passt nicht. Das wird ja der 1200 Eimer wird ja ersetzt durch die 4000 Gramm Eimer. Also gerade wieder zurück. So. Wie ihr seht, ich struggle damit hier den richtigen Weg zu finden. Es müsste aber, ich laufe jetzt schon wieder. Ich wollte nach. Ich bin echt kein guter Spieler für sowas. So, jetzt gehen, dass wir hier Feuer besser ausweichen können. Und dann hier nach oben. So, also bei der Platte. Okay, natürlich, ich rede von der Sichtweite, natürlich könnte ich auch einfach Licht zaubern. Ne? Es ist ja nicht so, als wenn. Moment. Dieser Spruch ist schon bekannt. Aber er kann ihn doch nicht. Oh, okay. Nur Sira kann den Spruch Licht lernen. Zaubern den wir den jetzt einfach ein paar Mal und dann haben wir auch die Sichtweite. Ganz einfach. Der kostet eh nicht viel Magie. Und der wird auch stärker jedes Mal, wenn wir ihn benutzen. Also von daher gewinnen wir auch was dabei. Jetzt haben wir doch schon eine ordentliche Sicht hier. Das könnte eventuell helfen. Ich hoffe es mal, dass es mir hilft. Also wir gehen hier den Gang entlang und dann links hier hoch. Oh ja, das ist viel besser. Und dann links hier hoch. Da muss ich jetzt noch gucken, dass ich die Einbuchtung nicht verpasse. Die war hier. Und dann wieder links, weil wir nicht in das Rote reingehen. So. Jetzt. Ja, das ist jetzt einfach, hier zur Falle zu kommen. Ja, sorry, das ist jetzt ein wenig tedious. So, den Wassereimer benutzen. Und dann geht's wieder zurück. So, wieder auffüllen. So, hier rein. Dann ist hier runter. Dann kommt die Entscheidung rot oder grün, da geht's nach grün. So, jetzt muss ich erst wieder gucken. Das ist dann, bevor das Ganze anfängt, nach rechts. Grün und sofort nach rechts. Den Gang entlang. So, den Gang entlang. Und weiter entlang. Und dann. Oh ja, so sehe ich viel mehr und so komme ich wahrscheinlich viel besser klar. Schauen wir mal. So. Ja, die blöde Stelle. Da waren die zwei. So, jetzt muss ich ganz gucken, wenn jetzt eine kommt. So, jetzt müsste nochmal eine kommen. Sehr schön. Das war wieder nur eine. Fein. So, und dann geht es jetzt genau hier nach Süden. Nach Westen, Süden. Ich hänge hier an der Wand fest. Süden, Westen, Süden. Westen ist hier. Westen, Süden. Und dann ging es, glaube ich, wieder nach Westen. Genau, sehr schön. Der letzte Wassereimer für heute. Naja, ich hänge hier wieder mal fest. Und verlaufe mich wieder. Weil ich den Weg nicht ausfindig kenne. Ja, ist einfach hier. Ich hätte eigentlich doch das Feuer hören können. Einfach nach dem Feuerball. Hier zurück zu ist es einfach. Da läuft man mit dem Feuerball nicht einfach hinterher. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu schnell ist.
So, einmal hier drumherum. So, hier den Gang entlang. Da erinnere ich mich noch dran. Den Gang entlang. Dann müsst ihr jetzt nach links gehen. Weil nach rechts kommt das. Kommt diese erste Falle, die wir ja gemacht haben. Der Entscheidungsraum. So, nach oben. Und hier kommt jetzt die Falle, die wir abschalten wollen. Sehr schön. Gegenstand benutzen. Wasser. Wir können zurück. Es würde mich nicht wundern. Ich probiere es gleich mal aus und speichere vorher. Jetzt wieder drüber gehen, dass die gerade wieder angehen. Das ist einfach, da ist dann eine quasi unsichtbare Spiel. Speichern. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht laden jetzt. So. Nein, okay, das passiert nur einmal. Okay, das ist keine unsichtbare Pressure Plate, sondern das ist tatsächlich ein Skript. Gut, Übersichtskarte. So, jetzt ist hier bestimmt auch ein Brunnen, ne? Nee, das ist ein Schalter. Okay, den haben wir mit Sicherheit schon benutzt. So, das ist jetzt genau hier die Stelle, wo wir nicht weiterkamen. Die wir jetzt drum rumgelaufen sind, so umständlich. Ganz viele Feuerdinger, die sind alle aus. So, das hier ist genau die Stelle. Ich gucke jetzt mich hier nochmal um. Nicht, dass ich hier einen geheimen Schalter übersehe oder einen Crack in the Wall. Nein. Okay. Nur nicht, dass ich die Abkürzung jetzt von hier freischalten kann. So, die, das haben wir uns abgeschaltet gehabt. Das ist schon mal sehr gut, dass wir die Fallen abgeschaltet haben. Und dann geht es hier nach oben. Und hier sind ganz viele Feuersäulen drin. Das heißt, nur mal zu links. Einmal ganz durch. Nach rechts und dann wieder ganz durch. Ganz durch. Nach rechts. Oh, Vorsicht, Fallen. Und wieder ganz durch. Und hier ist... Ah, okay. Mit der einen Platte innen haben wir scheinbar diese Fallen deaktiviert. Sehr schön. So. Jetzt geht es hier rum, nach rechts und gleich nach links, gleich wieder nach rechts. Ja, nach links, gleich wieder nach rechts. Einmal komplett durch. Okay, erstmal hier so rum. War das jetzt, ist das jetzt das gleich wieder nach rechts? Nee, das ist das links und wieder rechts. Das durch. Ganz durch, ganz durch, ganz durch, ganz durch. Noch durch, ja, wir sind schon auf dem Weg. So, das ist der Anfang. Das ist der Anfang und das hier ist der Anfang des 3D-Levels. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir eben hergehen. Ha. Jetzt können wir hergehen, verkaufen, heilen und so weiter. Muss man auch mal machen. Wobei heilen wird wahrscheinlich heißen, wenn ich auf die Uhr gucke, das ist schon 8, wird heilen wahrscheinlich heißen, dass wir einfach mal rasten gehen. Und das vielleicht sogar bevor wir verkaufen. Aber interessanter ist tatsächlich Meltas neue Zauber beizubringen. So. Lang und mal ab zu dem Zauberraum. So, dann schauen wir mal, was können wir lernen. Oh ja, Berserker. Oh, das kostet Geld. Interessant. Ja, so arm sind wir nicht. Aber wir sollten gucken, was wir... So. Ah ja, okay. Ich glaube, Prahlen, Schreck und Panik sind ein Zauber, nur in unterschiedlicher Größe. Genauso wie ich weiß, dass Dämonen vertreiben, bis Dämonen Exodus auch so 3 Zauber sind. So. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal verkaufen, dass wir das Geld haben für weitere Sprüche.
Das ist schade, dass die Geld kosten, muss ich sagen. So, dann können wir nochmal eben rasten bis zum Morgengrauen. Und dann gehen wir in die Stadt im Süden und verkaufen unseren Kram. Ja, ich habe gerade mit der Maus gespielt, weil meine linke Hand eben den Wassereimer, für so ein 2 Liter Black Adam Getränkeding, die habe ich mit der linken Hand gehalten, dass ich was trinken kann. So, ja, wir haben mittlerweile viel, viel gelootet. 33 Warnjagdkugeln. Allein schon 100 Gold. So. Die Axt können wir nicht gebrauchen. Das ist die gleiche Axt. Wurfdolch können wir nicht gebrauchen. So. Was haben wir denn noch alles zu viel? Sieht eigentlich alles gut aus. Gut, okay, das müssen wir jetzt tatsächlich beim Waffenhändler verkaufen. Wir können natürlich einen Billigkram kaufen, um ihr Lager zu leeren. Aber ich glaube, das ist okay. Ja. Ja, ich kaufe hier die... Ich kaufe die Schuhe zurück. Weil ich glaube, dass wir später die Edelsteine verkaufen können. Ich will sie halt nochmal behalten. So. Sira trägt das jetzt wegen dem Geld. So, und dann gehen wir jetzt zum Waffenhändler. Und werden da tatsächlich auch ein bisschen was verkaufen, nämlich Waffen. So. Aber interessant ist natürlich dann auch das Schild zum Beispiel. So, wir haben hier ein verziertes Schwert. Das wird schon zweimal. Also, allein hier, dass es heißt, der Gegenstand ist wertlos, sagt mir, dass es ein verfluchter Gegenstand ist, ja. Der hat einen Schaden von 12. Den können wir auch nicht verkaufen, weil er auch verflucht ist. Das Schwert hat einen Schaden von 9. So. Ich werde jetzt tatsächlich den großen Dolch... Eigentlich wollte ich gucken, was er Schaden macht. 4. So. Ich werde jetzt hier tatsächlich auch überschüssige Pfeile verkaufen. So, was hat er hier? Ah, okay, die hätten wir bei dem anderen Händler noch verkaufen können. Der Sonnendolch, der zum Beispiel, der wird wahrscheinlich noch... Ja, der ist sehr viel wert. So, und diesen Schild, den brauchen wir gar nicht. Und damit hat Sira schon mal einiges an Platz. Und... Jetzt kann Rainer Meltas sollte vielleicht eher, ja, Meltas sollte eher jetzt den gerahmten Schild bekommen. So. Da müssen natürlich andere Sachen kriegen. So, diese Stiefel. So, den kleinen Lederschild verkaufen wir. Die normalen Schlappen verkaufen wir. Noch ein kleiner Lederschild, den wir verkaufen können. So, diese Axt können wir drüben verkaufen. Schweres Kurzschwert mit 8 Schaden. Schwert. Das ist mehr eingeschränkt.
Das kann natürlich irgendwelche Boni haben. Müssen wir dann mal gucken. Geht das? Ich bin jetzt einfach deswegen am Überlegen gerade, weil ich weiß, wie wir noch andere Charaktere kriegen. Zum einen kann unsere Party bis zu 6 Personen umfassen. Zum anderen weiß ich eben, dass noch dass noch Charaktere dazukommen. Aber erst am nächsten Ort. Und deswegen möchte ich zum Beispiel so einen Rundschild aufheben. Ich würde am liebsten den großen Schild auch schon kaufen. Weil ich da auch weiß, wir müssen erst ziemlich weit sein, bis wir wieder zurück können. Das heißt, es ist ein bisschen, ja, doof. Deswegen bin ich gerade ein wenig am Überlegen, wie wir das machen. Weil ich würde am liebsten natürlich den ganzen Kram verkaufen. Aber vielleicht ist es sinnvoll zu wissen, was der Unterschied ist. Und irgendwo dann eine Waffe mitzunehmen zum nächsten Ort. Also wir wissen, der ist verflucht. Wir wissen nicht wie. Das hat einen Schaden von 9. Ich werde erstmal den ganzen Kram untersuchen. Und werde jetzt doch nochmal rübergehen und die Sachen verkaufen, die ich verkaufen kann. Also, die der andere Händler hat. Dabei werde ich den Wurfdolch zurückkaufen, auch wenn wir Verlust machen dadurch. Aber dadurch gibt es hier wieder einen Inventarslot beim Händler, der gute Preise macht. Das ist nämlich auch so ein Ding hier in dem Spiel. Ja, der Wurfdolch, wenn ich den jetzt kaufe, dann ist der Slot frei für andere Dinge. Was will ich hierfür haben? Wenn es nämlich nicht viel ist, nee. Was? 4,3 Gold, ja. Gerade billige Sachen quasi kaufe ich zurück. Die Dietriche kaufe ich sowieso. Ich habe mir jetzt einige verbraucht, auch wenn es jetzt ein ganzes Gold verbraucht. Einfach nur, dass ich dann Platz für diese ganzen Edelsteine habe. So, also, die Axt habe ich hier schon. Hier wollten wir gucken. So. Wir brauchen keine 2 Rundschilde, das heißt, das eine kann ich verkaufen, auch wenn es mich einen Slot kostet. So. So, so, so. Das hier kann ich verkaufen, weil die Spruchrolle braucht keiner mehr. Ah ja, das ist wieder ein billig Ding, was einen Slot verbraucht, ne? Kurzdolch, großer Dolch. Schaden 4. Also das hier ist eigentlich Kram, den man verkaufen kann. Ich mache erstmal Inventarmanagement. Sorry, das ist jetzt hier ein bisschen... Da muss ich jetzt hier ein bisschen überlegen. Ich mache jetzt ein bisschen Inventarmanagement. Jetzt kriege ich Tom erstmal die ganzen Edelsteine. Das ist einfach nur, ne, einfach nur ein Wertgegenstand mit Gewicht. Aber wie gesagt, eventuell brauche ich den für einen Rätsel. So, Tom kriegt auch alles, was ich verkaufen möchte. So. Ist ein bisschen doof, wenn ich jetzt ihm alles gebe, was ich verkaufen möchte und alles, was ich nicht verkaufen möchte. Das heißt, hier... Er kriegt jetzt alles, was ich untersuchen möchte. Das wäre dann einmal hier zu gucken, was ist der Fluch? Hat der irgendwelche Boni? Das wird auf jeden Fall verkauft. Das wird benutzt. Das wird benutzt. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Das wird benutzt. So, dann haben wir hier quasi... diesen Bereich an Nutzgegenständen, den Bereich hier unten an Verkaufsgegenständen. Ja, das ist, glaube ich, der größte Fehler gewesen, die Pfeile zu kaufen, wo der eigentlich gar nicht kämpft. Habe ich aber erst hinterher gelesen. Ja, ist vielleicht sinnvoll zu haben, weil wenn Sira ausfällt, müssen wir die auch... Das sind auch zu viele.
Den möchte ich auch identifizieren. Das heißt, den kriegt Meltas. So. Ja. So, dann erstmal den kleinen Dolch verkaufen und dann identifizieren wir Sachen. Stattdessen könnte ich natürlich in ein Wiki gucken. Aber ehrlich gesagt, wenn das Spiel mir diese Option bietet, dann finde ich das schon ein bisschen als Cheaten. Ich will nicht zu viel nachgucken. So, den werde ich los. Den werde ich los. So. Sehr schön. Den Schild will ich auch noch kaufen. 250 Gold. Gucken wir mal gleich. So, dann geht's jetzt erstmal wieder zurück nach Ayano. Und dann werden wir ja sehen, wenn ich Sachen identifiziere. Ich glaube, das Identifizieren war nicht sehr teuer. Das war irgendwie 5 Gold oder sowas für ein Item. Und dann werden wir ja sehen, was wir davon haben. So. Das ist der. Oh, Meltas kann ich reden. Stimmt. Dann muss ich das an Rainer geben. So, wie gesagt, eigentlich müsste Meltas mit denen kommunizieren können. Das war jetzt dumm, das war zweimal das gleiche. Naja. So, also das hier hat keinen Bonus. Einfach nur 9 Schaden. Kein Bonus, einfach nur 8 Schaden. Sprich, das können wir verkaufen. So. Der Kristallgriffdolch. So. Oh, das war kostenlos. Das ist wahrscheinlich immer dann, wenn sie verflucht sind, ne? Mich nicht wundern. Schaden minus 12. Oh, Stärke minus 20, Nahkampf minus 30. Oh, ich glaube, der andere verfluchte Gegenstand hat auch einen Schaden von minus irgendwas. Das ist fies. Dann kann ich den... Mal gucken. Der hat auch keine besonderen Ladungen oder so, also kann ich ihn auch wegwerfen, weil der wird... Der ist dann wertlos. Dann lasse ich doch direkt mal ihn eben den... Alter, das war falsch. Tom. Frag doch mal nach dem blauen Dolch. So, da wissen wir schon, dass er verflucht ist. Ja, minus 16. Und Spruchpunkte, Magietalent, das wäre egal, aber der Schaden ist minus 16. Das ist, negativer Schaden, super. Den Schaden von 9. Das hier erstmal ein Tom. So. Kann er ja jetzt noch nicht ablegen. So, dann haben wir den Sonnendolch und das Schwert. Dann mache ich mal weiter. Sira. Mit. Nanu. Oh. Klar. Gib das doch einfach mal an Tom. So. Und dann hier. Das ist alles jetzt ein bisschen... Ach, jetzt habe ich sie schon wieder immer noch Sira ausgewählt. Bei manchen Sachen fragt er, wer das tun möchte und bei anderen nicht. Ich glaube, das ist ein recht starker Gegenstand bei 32 Gold. So, schauen wir mal.
Hui, das ist ein, das ist kein Verfluchter, sondern ein guter Gegen, ein besonders guter Gegenstand. Kritischer Treffer plus 2. Ja, dann ist das das, was Tom behalten möchte. Eindeutig. Sehr schön. Ja, dann sagen wir jetzt hier, wir möchten den verfluchten Gegenstand loswerden. Das können wir nicht beim Heiler. Der ja, zumindest konnten wir das bei der Heilerin in Ophirina. In Nakiridani. Oder verwechsel ich gerade den Namen der Insel mit dem Namen der Stadt. So, ansprechen. So, die verfluchten Gegenstände wurden entfernt. So. Dann kann der jetzt den Sonnendolch nehmen und hat hier kritischen Schaden. Hat zwar nur noch 10, aber echte 10 und kritischer Treffer plus 2. So. Das ist sehr schön. Es ist schade, dass es nicht immer gleich für alle Items der gleichen Gruppe gilt, wenn ich etwas untersuche. Aber das war, glaube ich, jetzt sehr hilfreich. Das heißt, das Schwert hat einen Schaden von 9. Das Schwert hat einen Schaden von 8. Das heißt, ich behalte das. Das ist gleich, was Rainer auch hat. Genau, das behalte ich. Für den Charakter, der noch kommen wird, gebe ich mal an Trier. Genauso wie das. Und das. Und da will ich wissen, ob es ein Fern- oder Nahkämpfer wird. Meltas ist untrainiert. Naja, wir wissen, Trier ist jetzt voll. Dann geht das halt dahin. So. Und wieder zurück zum Verkaufen. Ja, so ist das halt bei Rollenspielen. Wenn man eben erst rausfinden muss, ob Gegenstände verflucht sind und was die genau für Sachen haben, weil es nicht einfach sofort dasteht, dann ist man halt am Hin- und Herlaufen. So, hier, ich hatte noch Maniak-Kugeln. Die kann ich direkt hierhin verkaufen. Hey. Und dann gucken wir mal bei dem anderen, ob der die beiden Schwerter schon hat im Inventar. Ich muss tatsächlich auch kaufen. Wir brauchen Heiltränke. Ah, das ist der gleiche, okay. Kaufen. Ja. Muss das ganze Geld ausgeben. Weil das ist wichtig, dass wir uns heilen können. So. Und jetzt nochmal zu dem anderen Händler, um Inventarplatz zu sparen. Im Zweifel werde ich einfach nochmal grinden müssen nach Geld. Das ist zwar schade. So. Ja, das hat ja schon sehr für mich gedacht. Und dann hier auch nochmal. So. Dann hat der schon mal 10 Kilo Platz. Er hat 8 Kilo Platz. Ich glaube, kommen wir nach den Pfeilen. Wir haben einen Stack 99 Pfeile. Den sollten wir noch aufheben. Okay. So. Dann geben wir noch die Eimer alle an Tom. So. Und dann geht's zurück in den Dungeon.
deswegen hat wahrscheinlich Tom so viel Schaden abbekommen. Weil wahrscheinlich der negative Schaden automatisch irgendwie die Trefferwahrscheinlichkeit des Gegners erhöht oder so. So. Ich kann nicht gucken, ich glaube 50 Gold haben wir. Ich will jetzt doch nochmal gucken, was wir hier für Zauber lernen können. Ah ne, das war der Identifizierer. Das hier war der Magier. Kann ich ihn durch die Tür ansprechen? Ja, kann ich. So, einen magischen Schild. Okay, er sagt uns noch nicht mal, was es kosten würde. Schade. Okay, magischer Schild klingt natürlich geil. Im Sinne von, dass wir weniger Schaden nehmen oder seltener getroffen werden. So, hat er jetzt haben wir jetzt das Dämonenvertreiben gelernt gehabt? Ja, haben wir. Er hat aber nicht... Nee, er kann es einfach nicht. 20 Punkte braucht das. Und er hat... Wie viele? Er kann das also dreimal zaubern im Kampf. Das möchte ich jetzt bei der nächsten Furcht ausprobieren. So. Ich bin auch früher schon oft genug über diese Platte da gelaufen und musste dann wieder oben rum und so. Sehr nervig. Also da sollte man vorsichtig sein. So, hier weiß ich, dass ich drüber laufen kann. Ja. Das war der Hinweis, wie man das Rätsel löst. Weil das Spiel halt nicht nur merkt, ich habe es falsch gemacht und nicht merkt, dass das Rätsel bereits gelöst ist. So. Schnell mal rauf gucken. Also einmal komplett durch, dann komplett nach Süden und immer weiter nach Süden. Komplett durch, dann komplett nach Süden. Ich gehe jetzt schon mal her. Ich gehe jetzt schon mal her und mache unsere Wassereimer voll. So, von 42, das müsste passen. Genau. So. Genau, so nach Süden. So, hier runter und dann. So. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich da in der Mitte über dieses Ding gelaufen wäre. Okay, hier ist noch einer. So, jetzt geht es also hier tatsächlich runter und einmal komplett durch. Was ist denn hier? Geht es wieder nach Osten? Ja, doch, doch. Ah, wir sind schon hier unten. Ah, dann geht es wieder nach Norden. Die Falle ist deaktiviert. Und dann rechts rum. Rechts rum. Gesichtskarte. Und der Schalter da, die Tür, wenn wir die Tür reingegangen wären, der hatte die Falle deaktiviert. So, das ist das, was wir uns mühevoll deaktiviert haben. So, genau. Und jetzt geht es hier runter. Und dann geht es... Sind wir hier jetzt an dem Auswählweg. Auswählweg geht es nach grün. Dann sind wir an der ersten Falle, an der ersten großen Falle. Da gehen wir gar nicht erst hin, sondern gehen hier lang. Einmal komplett durch. Ich muss mir das tatsächlich vorsagen. Jetzt um die blaue Falle drumherum und nach unten. So. Und jetzt gehen wir hier. Ah, da war ich etwas ungeduldig. Das ist der Zweier. Und ich war wieder zu schnell. Jetzt kriegen wir natürlich für jeden eine Meldung. So. Wenn wir durch sind, dann raste ich. Jetzt bin ich hängen geblieben, wieder an der Ecke von dem Feld. Ah, ich dachte, das ist, weil man den Feuerball hier schon sieht, aber der spawnt einfach sofort ein. Okay. So, jetzt müsste ich ja wieder rasten können, eigentlich. Genau, so. So, Mann. Ah, okay, das Licht gilt noch. Gut.
gut zu wissen. So, es geht. Ja, wo geht's denn hin? Hier geht's hin. Also, es geht nach Süden, dann nach Osten, dann nach Süden. Also nach Süden? Nein, nach Süden hatte ich gesagt. Nach Süden, dann nach Osten, dann nach Süden. Das sind die drei Dinger. Hier durch. Hier durch. Und jetzt wird gespeichert. Denn jetzt wollen wir es wissen. So, wissen wollen wir es jetzt, aber erfahren werdet ihr es erst nächste Woche. Denn ich sage für heute, ciao, miau.